Willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Ich habe ein sechstes Team aufgestellt und ein Team umbenannt. Nein, es ist nicht das Delta-Team. Das heißt immer noch Delta-Team. Und ja, die haben immer noch die gelbe Farbe. Nee, ich habe ein neues Team aufgestellt, weil wir mittlerweile genug Leute haben, um ein sechstes Team zusammenzustellen. Das ist das Sigma-Team. Und das ehemalige Echo-Team ist jetzt das Omega. Und das Sigma-Team ist von der Farbe her weiß und haben Tigerstreifen. Bestehen denn aus den Leuten, die eigentlich noch so ziemlich gar keinen Namen haben. Lea Thompson und Martin Krause als Ranger, dann Maxim Bogdadov als Grenadier Jackal, der einzige ist, der relativ höher gelevelt ist von den Nonsens-Typen. Ist ein Scharfschütze und Tim Gordon als Healer. Die haben alle Private als Level, größtenteils. So, der Rest ist dann tatsächlich das Ersatz- und Einsatzteam für unsere verdeckten Einsätze. Das ist dann der Schwede Jens Hansen, den man eigentlich immer kennt hier. Das sind dann insgesamt 6 Leute. So, kann ich die auftrainieren hier? Ich könnte die theoretisch hier reinschmeißen. Schwer zu sagen. Wir müssen die auf Mission schicken und es gibt eine Mission, die ich machen muss. Und hier ist jemand rekrutieren. Mal gucken, wir auf dem wo sind wir eigentlich gerade? Da unten sind wir, ne? Nee. Ich habe die Avenger verloren. Ich weiß nicht, wo die. Ach, da oben versteckt ist die. Gut, Rieger. Rieger, ja. Geh mal rein. Avenger berechnet neuen Kurs. Mal gucken, ob wir da das hinkriegen. Der Markt ist offen. Aber hier ein. Hä? Hey, Lea Thompson habe ich doch schon. Gut, ne, hier. Also nicht, schade. Ich dachte, ich könnte hier ein Template kriegen. Gut, also wir brauchen einen. Ja. Avenger berechnet neuen Kurs. Einen weiteren Mitspieler. Ein Template will ich haben. Es liegt nicht an uns. Alle Systeme funktionieren. Es ist, als ob unser Signal zurückgeworfen wird. Perimeter Alarm! Ja, schon wieder. Suche nach einem Bruch. Ich hab's gleich. Da. Nee. Es ist eins dieser Dinger. Das kann nicht gut sein. Position! Sofort! Hab sie! Aber sie werden das nicht mögen. Was für eine Kanone das auch ist. Sie hat bereits unsere kritischen Systeme im Visier. Wir halten nicht mehr viele direkte Treffer aus. Das wird nicht passieren. Commander, wir müssen das Ding ausschalten, solange noch Zeit ist. Unsere Truppen können auf ihren Befehl ausrücken. Ein Auserwählter hat uns gefunden, Commander. Wir sollten uns vorbereiten, denn wenn die Vergangenheit uns etwas gelehrt hat, dann, dass es nicht leicht wird. Seit ich das erste Mal von ihrer Avenger gehört habe, wollte ich sie mir immer schon aus der Nähe ansehen. Na los,
rollen Sie den roten Teppich für mich aus. Da hat der uns einfach gefunden, ich glaub's nicht. Gut, was haben wir dann Gegnern drin? Torwächter, Sektopol, Sektoiden. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Eigentlich so ziemlich das Größte, ja klar. Commander, wir können einige unserer verwundeten Soldaten in den Einsatz ja, ist mir bekannt. Wenn Sie es für nötig erachten. Dieser Einsatz ist kritisch für unsere Bemühungen. Uns bleibt keine Wahl, wenn wir fortfahren wollen. Ein Fünfer-Trupp nur. Naja. Gut, ich glaube, wir werden sowieso aus die 10 Leute rausschicken. Aber auch nur 5, das ja. Puh. Gut, dann holen wir mal die Spitzenleute. Das Alpha-Team. Größtenteils zumindest von denen. Outrider bleibt drin, würde ich sagen. Dann holen wir Bonsai noch dazu. Als Healer. Hier Dings. Und Big Mama. Genau. So, die ist müde. Das ist doof. Naja, muss aber trotzdem mit. Da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen, ob sie müde ist oder nicht. Uiuiui. Ja, das kann doch schön werden. Ich krieg den Rage-Anzug. Das sieht so merkwürdig aus. Weil sie orange als Farbe hat, falls wir Cyborgs kriegen, genau. Na, behält sie die Farbe. PKS hat sie schon, ne? Ja. Ich glaube, das haben so ziemlich alle mittlerweile im PKS. Also so Kampffortschritt. Gut, Trupp 1 ist fertig. Nächster Trupp. Da war auch gerade ein 10er dabei. Ich würde sagen, Mox nehmen wir mit. Also können wir auch da gleichzeitig das Gamma-Team eigentlich mit rausschicken. Das ist dann Valkyrie. Zumal Leute aus dem Gamma, aus dem Beta-Team sowieso ja, hier nicht anwesend sind. Dann kann das Gamma-Team ein paar schöne Erfahrungen mitnehmen. Wir müssen auf jeden Fall Demon dabei haben. Ich glaube, ich lasse X-Men weg, oder? Mal gucken. Valkyrie. Du arbeitest am besten zusammen mit Strings.
Demon auf jeden Fall, da kommen wir nicht drum herum. Ich würde am liebsten auch noch einen anderen Scharfschützen mitnehmen. Ich schicke Shield mal mit rein. Wir kriegen sowieso auf dem Feld neue. Da, Shield. Das erste ist das Standard-Angriffsteam. Das zweite wird dann verteidigen. Das heißt, wir machen einen. Eigentlich ein Triple. Ja, wir machen ein Supporter-Team draus. Das heißt, wir machen jetzt. Nochmal. Ja, Chillung nicht. Schicken Schock auch noch hinterher. Also einfach so. Random Specials, kann man sagen. Noch Uya hinterher schicken. Die verteidigen nur. Machen sowieso dann gut Schaden auf jeden Fall. Du kriegst das mehr ausweichen. Bitteschön. Auf jeden Fall wehtun, wenn sie drauf schießen. Ja, wir haben Waffenverbesserungen, sehr schön. Team Gelb, also Team Delta, ne? Das heißt, wir haben hier eine Mischung aus Team Delta, Omega und Gamma. Und Alpha, also ein komplettes Vierer-Team hier zusammengestellt. Ja, starte Einsatz. Das wird nicht einfach, muss ich sagen. Wir haben ja jetzt mit den Scharfschüssen auch zu tun. Ich würde sagen, vorsichtiges Vorgehen gegen den Insektopoden habe ich Ehrfurcht. Achtung, Achtung! Dies ist keine Übung! Die Auserwählten versuchen einen Bodenangriff mit schweren Waffen. Bereit machen zur Verteidigung des Schiffs. Wir müssen die Kanone ausschalten. Die feindlichen Geschütze feuern auf unser Schiff. Wir müssen diese Kanonen ausschalten, bevor unser Rumpf bricht. Commander, dieser Auserwählte hat irgendeine riesige Artilleriekanone dabei. Solange sie funktionstüchtig ist, können wir unmöglich abheben. Sie versorgen die Kanone über einen Zusatzgenerator an Bord dieses Trucks. Die Aufladung wird wohl eine Weile dauern. Sie sollten ihn schnell ausschalten, dann ist die Kanone nutzlos. Ja, ich glaube, Strings ist vergessen worden, ne? Kann das sein? Irgendwen hatte ich mal vergessen im Zuge einer Mission. Okay, ja, dann können wir ja anfangen. Angriffsformation einleiten. Das kann ich machen. Haben wir ein Gebäude in der Nähe. Wie beim letzten Mal. Ja, da. Oh, das. Das ist eine sehr gute Position für einen Scharfschützen, auf jeden Fall. Feuerschutz! No problem, Boss. Und schon geht's los. Okay, nicht erwischt. Null und feuert einen Strahl, der alle Gegner Schaden zufügt. Wie wäre es aber, wenn ich einen beherrsche? Den Schildträger?
Purifikator wäre geil. Ist nicht ganz so einfach. Nachher löse ich dann noch was mehr aus. Nee, das mache ich dann lieber nicht. Dann lieber einen leeren Spalt. Ich kriege mir da Wahnsinn sogar raus. Das war direkt da. Das ist ja der Spezialeffekt. Ja, gut, der ist zerborsten. Ja, geht noch weiter. Getötet. Aber der war kurz unter Kontrolle. Den habe ich kurz unter Kontrolle gehabt. Nein! Die nächsten sind gezündet. Okay. Aber hey, das ist doch gar nicht schlecht. Roger that. Es lief besser, als ich dachte. Come on, focus. Let's move already. Weg. You want some more? Let's do this. Die sehen noch nichts. Geht in Ordnung. So, der Phantom ist noch da. Der muss weg. Ja, das sieht gut aus. Ich gehe wohin. Du kannst nicht weglaufen. Auf nimmer Wiedersehen. Gut. Jetzt räuchern wir die Gegner aus.